Das ist die Levi. Also die importieren Naturfaser, Bauxit und Kupfer und würden exportieren Stromerzeuger, Titan und Nahrungskartuschen. Ach ja, genau, da kann man immer auch genau gucken, was die einzelnen Sachen hier genau exportieren, importieren, Stromerzeugung. Und das, was wir natürlich exportieren, das kann man da wunderbar natürlich auch billig kaufen. So, okay, würde ich mal sagen, gucken wir mal ganz kurz das nächste System an. Ich würde jetzt mal gucken, dass wir irgendein So, wir sind bei Yakubi und gucken mal, ob wir hier in der Nähe ein landwirtschaftliches System haben. Was hat man jetzt zum Beispiel hier? Was hätten wir da? Wirtschaft gar keine, das ist also relativ uninteressant für uns. Raffinerieabbau, wir bräuchten was landwirtschaftliches. Industrie, Landwirtschaft, das klingt doch mal nicht schlecht. Dann gucken wir doch mal hier in das System rein. Nee. Hier war das letzte, das war. Landwirtschaft, genau. Gucken wir mal rein. Und suchen uns da eine Station raus, die eventuell künstliches Fleisch liefert. Auf der anderen Seite ist es hier Kriegsrecht. Das klingt nicht gut. Aber ich könnte mal zum Beispiel auch später meinen. Abbau. Export. Nee. Export. Es gibt übrigens auch Sachen, die könnte ich dann zum Beispiel hier nicht einführen, wie Kampfstabilisatoren, Drogen, Tabak, persönliche Waffen. Die müsste ich dann reinschmuggeln. Die geben natürlich auf den Schwarzmarkt viel Geld, aber das Problem ist halt, wenn ich erwischt werde, bin ich weg. Traffic Station, das ist. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Das ist doch. Ach, das ist meine Stadt. Nee, Gott, da finde ich natürlich keine. Kein künstliches Fleisch wahrscheinlich, weil das ist ja im Prinzip. Export, wobei doch Tierfleisch. Delton Gateway. Müssen wir mal ganz kurz gucken, ob es einen Unterschied zwischen Tierfleisch und künstlichem Tierfleisch gibt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ausrüstung, Warenmarkt. Es gibt Fleisch. Ach nee, es gibt auch noch Tierfleisch. Okay. Es gibt einen Unterschied zwischen künstliches Fleisch und Tierfleisch. Okay. Aber da können wir auch gucken, wo es genau herkommt. Produktion, Hightech-Unternehmen. Nachfrage, alle Unternehmen. Ausnahme, Agrarunternehmen. Ah, okay. Das heißt, da würde ich es gar nicht kriegen. Nee, alle Unternehmen. Produktion sind nur Hightech-Unternehmen. Künstlich hergestelltes synthetisches Fleisch, das mit Hilfe der DNA früherer Lebewesen der alten Erde produziert wurde. Die DNA wurde dafür so verändert, dass ein besonders hoher Ertrag von Muskelfleisch. Okay, das heißt, wir brauchen Hightech-Unternehmen. Also wir müssen jetzt irgendwas suchen, was ein Hightech-Unternehmen beheimatet. Konzernpolitik, Wirtschaft, Raffinerie. Landwirtschaft, Abbau. Abbau. Industrie. Wo bin ich jetzt gerade? Ich bin irgendwo gerade gelandet, wo ich. Industrie und Raffinerie. Gucken wir uns das mal an.
Bin ich da wieder zu weit rausgezoomt? Ha. Also manchmal lässt die Steuerung ein bisschen zu wünschen übrig. Zum Beispiel der Planet weg hier. Ich will auch nur die Sternkarte. Ich mache es halt so. Okay. Da haben wir auch nur ein System. Und die exportieren Wasserreiniger, Erntemaschinen und Nahrungskartuschen. Bringt uns also nichts. Schade. Gucken wir mal hier rein. Keine Systemdaten, leider. Auch kein künstliches. Okay. Wir haben hier Nahrungsmittelkartuschen. Nein. 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 Getreide, Kaffee, Dings, nein. Nein. Und Erntemaschinen, nein. Leider nix. Okay, probieren wir das aus. Kupfer, Titan, Polymere. Kupfer, Titan, Polymere. Nein. Ist jetzt echt, wo finden wir jetzt hier? In der direkten, unmittelbaren Nachbarschaft ist wohl nichts. Was wir natürlich machen könnten, ich glaube, es gibt ja auch noch Filter, damit wir jetzt gucken könnten. Lebensmittel. Aber soweit ich das jetzt sehe, gibt es hier in der Gegend nirgends künstliches Fleisch.
Okay, ich würde sagen, dann fliegen wir einfach mal ein bisschen weiter weg hier raus. Gucken wir mal, wo wir gerade sind. Gehen wir einfach mal nach Frieger. Frieger scheint ein kleiner, netter Ort zu sein. Und da können wir uns immer noch, wenn wir im Frieger angekommen sind. Was ist Knie? Ja. Gehen wir nach. So, starten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das synthetische Fleisch zu holen. Und vielleicht sind wir ja unterwegs ein paar gute Missionen. Wenn wir übrigens nachher draußen sind, dann zeige ich euch erstmal ein bisschen, wie groß die Karte ist. Okay, wir gehen ganz kurz mal auf die Karte. Okay, und das ist jetzt so der Bereich, wo wir angefangen sind. Das sind schon relativ weite Wege. Jetzt zoomen wir ein bisschen raus. Und machen einfach mal die Machtspiele an. Da sieht man nämlich jetzt die politische Interferenz. Also die Gegend, die wir jetzt hier gerade besuchen, die ist so relativ rot-grünlich, die ist relativ durchmischt. Wenn man dann immer weiter rausgeht, da sieht man mal so das ganze Machtkonstrukt. Das ist im Prinzip sozusagen das Herrschaftsgebiet der Menschen, die von der Erde abstammen. Das ist da schon ein paar hundert Systeme drin. Wenn wir jetzt aber weiter rausgehen. Wir sind hier. Das sind alles Planeten, die wir ansteuern können. Ich weiß nicht, ob da alle, die sind zum Teil relativ leer. Da gibt es dann halt zum Beispiel noch gar nichts. Wir können die nicht mal wirklich ansteuern, weil wir die nicht genau kennen. Aber das sind im Prinzip die Leute, die dann als Explorer rumgehen, die dann so Sachen ansteuern können. Und ja, das kann man dann später auch mal machen. Da ist man aber dann Jahre beschäftigt. Also es sind halt dann doch schon ein paar Lichtjährchen. Man kann hier dann auch die Erde finden. Wir gucken mal ganz kurz. Sol. Tür angehen. So, das ist übrigens die, also unser Sonnensystem. Und da könnten wir dann auch zum Beispiel die Erde finden. Also wir haben hier Mercury, Venus, Earth kennen wir. Da gibt es dann zum Beispiel gleich drei mehr größere: Abraham Lincoln Station, die Liging Yahoo, die M. Gorbatschow und die Galileo, die um den Mond herumkreist. Und dann haben wir hier, also da irgendwann werden wir auch mal zur Erde kommen. Was ja auch cool ist, da kommt ja jetzt demnächst ein Add-on. Ich glaube für Januar geplant, mit dem man dann auch Planeten anfliegen kann, was dann auch richtig geil wird, wenn man dann die Erde besuchen kann. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich mir gleich zu Beginn das Add-on holen werde, da ich wo muss man hin? Da. Da ich jetzt erstmal in dem kleinen Bereich hier mit den Funktionen erstmal klarkommen muss. Das ist halt erstmal für die Leute, die schon alles gemacht haben und riesige Flotten haben. Weil das Spiel ist ja im Prinzip jetzt schon ein Jahr aus der Beta-Phase raus und ein Jahr jetzt als Release-Phase.
erhältlich. Ich habe auch, der Sprung übersteigt die Treibstoffgrenzen. Ach verdammt, ich habe keinen Treibstoff mehr.